Namen an die SEAT Leon Community. Ich melde mich in diesem kurzen Video zum Thema Aktivieren des Regenschließens per VCDS-Kodierung. Endlich ist es mit der neuesten Beta-Version, die Version 14.6.0, möglich, das entscheidende Bit zu setzen. Nun zum Funktionstest. Ich simuliere mit einer Wasserflasche den eintreffenden Regenschauer. Mal sehen, was passiert. Ich habe alle Fenster dazu offen gelassen und das Auto wird dabei abgeschlossen. Nun kommt der Regen zum Einsatz. Es funktioniert nun so, wie es soll. Leider funktioniert noch nicht das Panoramadach. Aber wenn das erreicht ist, ist alles tutti completi.